So, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Session Battlefield 3. Wieder auf dem Sahaza-Server. Und diesmal muss ich euch mit euch ein wenig schimpfen. Denn ich habe das letzte Mal ja gefragt. Ich werde hier abgeknallt und merke gar nicht. Ich habe das letzte Mal ja gefragt. Das ist das letzte Mal gefragt. Ich habe auf Facebook und YouTube und Twitter und whatever alles gefragt, was ich denn jetzt spielen soll. Battlefield 3 oder eben Black Flag Retribution. Und ich muss hier ein bisschen leiser machen. Das geht ja sonst gar nicht. So. Und da, keiner hat mir geantwortet. Wirklich keiner. Deswegen habe ich jetzt einfach auch Battlefield reingeschalten, weil das war, wenn ich mich noch recht erinnere, recht beliebt. Verdammt. Doppelkill! Naja, immerhin. So, und deswegen frage ich jetzt einfach nochmal hier. Was wollt ihr sehen? Wollt ihr Battlefield 3 weitersehen oder wollt ihr Blacklight Retribution wiedersehen? Ich richte mich da nach euch, das wisst ihr. Wir machen beide Spiele sehr, sehr viel Spaß. Vor allem tut Battlefield einen Haufen Ressourcen fressen. Ich meine, eine Folge Blacklight ist um die 2 GB groß, Battlefield halt mal wirklich 7. Ganz zu schweigen vom Hochladen. Die letzte Battlefield-Folge hat 20 Stunden zum Hochladen gebraucht. Das ist halt schon etwas hart. Irgendwie suche ich mir wie bei Blacklight immer die besten Plätze aus, wo keine Gegner sind, und wenn ich dann irgendwie zu Gegnern komme, überraschen sie mich. Ne, das ist einer von uns. Oh. Ja, das war ein totaler Fehler. Naja, was soll das? Und ich habe mir jetzt überlegt, daher, dass ich ja wirklich schlecht im Spiel bin, ich bin auch nicht zum Üben gekommen, außer einmal, und das war wirklich nicht gut. Toll, wie soll ich denn da jetzt hinkommen? Toll, der hat uns festgenagelt. Naja, auf jeden Fall, da ich ja nicht wirklich spielen kann. So wie der. Habe ich mir gedacht, dass ich einfach mal ein Thema anschneide, und zwar U-Bahn, U-Bahn, sondern Straßenbahn, U-Bahn, Züge, alles Mögliche eben. So, auf jeden Fall Straßenbahn, und ich muss sagen, ich finde das total. Oh, verdammt. Verdammt schlecht gemacht. Zum Beispiel, ich war jetzt vor kurzem wirklich stark am Überlegen. Wer spielt eigentlich alles mit? Kein Saraza, schade. Ich bin nämlich wieder auf Saraza sein Server. Oh. Ja, das ging ja schnell. Gut, dann eben eine neue Runde. Immerhin nicht letzter. Das ist schon mal. Oh, ich habe 2 Kills gemacht. Wo habe ich denn 2 Kills gemacht? Oh ja, doch, stimmt. Der eine Doppelkill, der gerade am Schluss. Auf jeden Fall, ich habe echt überlegt gehabt, einfach mein Auto mal ja, zu verkaufen und eben mit Fahrrad und Bahn zu fahren. Hat mir das dann auch so ausgerechnet, dass ich so ungefähr 2500 Euro sparen würde an Sprit und
Steuer, Versicherung. Was ein Haufen Geld ist, und da ist eben noch nicht so Verschleißteile mit reingerechnet wie Reifen, Motoröl, sagen wir mal, wo jedes Jahr gewechselt werden muss. Und so weiter. Und die ganzen Inspektionen ist da noch gar nicht mit reingerechnet. Und eine Monatskarte für die Strecke, die ich zur Arbeit brauche, würde 500 Euro im Jahr, eine Monatskarte, 500 Euro im Jahr, also Jahreskarte kosten. Was eigentlich echt günstig wäre für, im Gegensatz zu den 2.500 da. Ja, gut, und dann habe ich mir aber weiter überlegt und habe dann gemerkt, ja, aber wenn ich jetzt mal ein bisschen weiter weg will, als nur zur Arbeit, dann habe ich Probleme. Beziehungsweise keine Probleme, sondern ich habe dann einfach, einen Haufen Zeit verloren. So. Ach, das ist die erste Map, die wir zusammen gespielt haben. Ach du Scheiße. Naja, auf jeden Fall habe ich dann gemerkt, wenn ich ein bisschen weiter weg will, habe ich geschissen. Denn zum Beispiel, ich habe einen Freund aus Rottenburg. Oder aus Rottenburg, was heißt aus Rottenburg? Er wohnt in Rottenburg. Oh. Und ja, das ist etwa ja, so 100, 120 Kilometer von mir entfernt. Dann habe ich mir dann mal so ausgerechnet, ja, mit dem Auto brauche ich so etwa ja, eine Stunde hinzukommen. Ist in Ordnung so. Und dann habe ich mir mal geguckt, wie es mit dem Zug und mit der Bahn wäre. Da bräuchte ich 3 Stunden. Hin. Und das ist einfach nicht akzeptabel, finde ich. Also, ich meine, das wird jetzt zwar noch gerade so gehen. Ich meine, 3 Stunden ist zwar ein. Au! Meine, 3 Stunden wird gerade noch so gehen. Weil ich ja auch da nicht ewig, nicht oft hingehe und so. Aber es ist trotzdem ein Haufen. Oh. Da lege ich. Naja, auf jeden Fall habe ich gedacht, ja gut, das geht ja noch, da bist du nicht so oft und machst halt mal was anderes. Gehst halt woanders hin. Rechnest halt mal weiter. Dann habe ich mir gedacht, gerade heute zum Beispiel gehen wir in eine Disco. Okay. Fahrst du auch mal oder machst du nur das hier? Ja. Ja, hallo. Hallo, ich mache hier ein Let's Play. Ich mache mal Action. So. Also ich fahre nicht, keine Ahnung, Leute. Also so schlecht fahre ich gar nicht. Auf jeden Fall bei dem Disco. Und das ist etwa 30 Kilometer von mir entfernt. Ich sehe nichts, ich sehe nichts, ich sehe nichts. Da brennt alles. Wow. Ich will hier raus. Ah. Das war knapp. Nein. Ja, lauf! Auf jeden Fall 20, 30 Kilometer ungefähr entfernt, was mit dem Auto ja so eine halbe Stunde Fahrt kostet. Dann habe ich. Ich sehe niemand, 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 ich renne, ich renne, ich renne, ich renne. Ah, verdammt. Reden und spielen ist echt scheiße. Leute, das sieht alles immer so einfach aus. Beziehungsweise, als ob ich mir keine Mühe geben würde, aber es stimmt nicht. Gib mir hier einen Haufen Mühe. Ich weiß, ich habe
Ich gehe mal zum Checkpoint B, wenn ich bis dahin überlebe. Auf jeden Fall, ich mach mal so. Yay, yay, yay. Ach nee, das bringt gar nichts. Auf jeden Fall 30 Kilometer weit weg. Dann habe ich gedacht, gut. Normal fahrst du ja immer mit dem Auto, weil ich auch ganz selten mal Alkohol trinke oder so. Finde ich, brauche ich auch gar nicht. Das Einsatzziel wurde neutralisiert. So. Hier ist dein Medikit. Bisschen heilen. So. Das ist unseres. Gut. Entweder ich verteidige jetzt, was sehr langweilig wäre, oder ich gehe woanders hin. Ich würde sagen, ich gehe woanders hin. Hat hier ein Fahrzeug, außer den Truck, den man nicht fahren kann? Oder kann man den fahren? Nö, den kann man nicht fahren. Auf jeden Fall habe ich gedacht, gut, fahrst du mal mit dem Zug. Dann kannst du auch mal was trinken. Dann geschaut, ja, irgendwie braucht man da mit dem Zug plötzlich 1,5 Stunden. Statt eine halbe mit dem Auto. Da überlegen wir dann auch, warum soll ich dann mit der Bahn fahren, wenn ich da so ewig unterwegs bin? Das ewig unterwegs ist ja nicht mal das Schlimmste. Letzte Zug würde um 2 Uhr fahren. Das ist viel zu früh, wenn man in der Disco ist. Die erste dann wieder, würde um 7:30. Das ist zu spät. Also total unbrauchbar. Und da frage ich mich dann, die Politiker wollen ja alle, dass wir die Umwelt schützen und weniger Auto fahren und sowas. Und warum wird dann in sowas kein Geld investiert? Und das Netz etwas ausgebaut. Gut, das wird eh nichts bringen. Aber auf jeden Fall ist es schon scheiße dann. Kriechen drüber. Gute Arbeit, Männer. Das Einsatzziel ist erobert und wir können zurück zur Basis. Over. Ach, da hinten. Da ist noch was frei. Auf jeden Fall finde ich das dann richtig scheiße, dass die da das Bahnnetz nicht so aus. Nicht so ausbauen, wie man sollte. Wie findet ihr es eigentlich? Ist in eurer Stadt das Bahnnetz besser ausgebaut? Oder beziehungsweise in eurer Gegend? Weil die Stadt an sich ist bei uns gut ausgebaut. Also ich komme mit der Bahn überall hin. Bloß wenn man dann mal was außerhalb dieses Netzes besuchen will, sag ich mal, hat man geschissen. Ganz einfach. Da musst du entweder, was weiß ich, nochmal 15 Minuten laufen oder eben schauen, was du machst. Achtung! Wir haben das Einsatzziel erobert! Irgendwie kriege ich keine Punkte dazu. Weil immer alle früher da sind als ich. Immerhin Hilfe. Wie steht's? Wieder Dritter. Drittletzter, nicht Dritter. So. Das läuft ja wieder total bescheiden. Immerhin gewinnen wir diesmal. Kein Auto hier in der Nähe. Oh, wer war das? War das ein Gegner? Nein, das war einer von uns. Schade. Ich sehe aber auch keine Gegner. Sorry Leute, irgendwie ist es ja ein bisschen langweilig für euch. Habe ich keine Granaten mehr? Wir haben das Einsatzziel verloren. Kommt schon. Wohl nicht. Verdammt. Schade. Naja gut. Gehen wir mal dahinter. Oder nee, Wald ist in der Nähe. Wald. Das ist gerade auch hart umkämpft, so wie das aussieht.
irgendwie, das ist einer von uns, finde ich gut. Verdammt. Nur Hilfe bei Kill bekommen. Hier Achtung, im Schutz. Das Einsatzziel wurde neutralisiert. Ja, dankeschön, Kumpel. Mein Schutz ist weg. Achtung, das Einsatzziel wurde weggenommen. Haha. Hey, noch Hilfe! Die decken sich gegenseitig! So. Wo gehen wir jetzt hin? Bergspitze? Immerhin habe ich einen Platz gut gemacht. Verdammt, verdammt, verdammt. So. Das ist das Schöne, man kann... Das war irgendwie sehr doof. Ach ja, ich habe halt auch irgendwie keine Zeit zum Üben. Ich habe echt versucht zu üben, aber ich habe keine Zeit gefunden. Das ist echt irgendwie, also momentan ist mit der Zeit echt blöd. Also ich komme kaum zum privaten Spielen. Ich will mal jetzt auch zum Beispiel Skyrim kaufen, weil das gerade zu günstig ist bei Steam. Bin aber immer noch am überlegen, ob ich das wirklich tun soll, weil ich eigentlich ja nicht zum Spielen komme. Und das ist halt dann, ja, das sind dann auch 25 Euro zu viel, wenn man nicht spielen kann. Und das ist dann halt schon schade, sehr schade sogar. Aber nun gut. Ich habe mir das ja im Prinzip selbst auferlegt. Ich hätte auch immer sagen können. Oh. So. Ich weiß, aus der Hüfte schießen ist scheiße, aber irgendwie kann ich das besser. So, jetzt kommt hier bestimmt gleich wieder ein Gegner. Wie das letzte Mal, wo die Granate auf seinem Kopf abgeprallt ist. Wisst ihr das nicht? Da habe ich doch gerade einen Schatten gesehen. Keiner da? Wurde auch Zeit. Verdammt! Na, immerhin habe ich ein bisschen was gut gemacht. Jetzt könnte das Spiel auch vorbei sein langsam. Ja, ich glaube, ich mache jetzt nichts mehr und bleib so. Wo ist das nächste? Ach, geht so lang. Da, D ist das nächste. Wow. Ja, wenn ich so fahren würde im echten Leben, dann würde ich auf jeden Fall auf Bahn umsteigen. Ach ja, mein Auto verbraucht nicht mal wirklich viel. Ich koste trotzdem so viel im Jahr. Das ist halt dann schon irgendwie schade. Aber vielleicht würde ich mir noch ein kleineres Auto holen, was noch weniger verbraucht. Aber mal schauen. Jetzt erstmal den Winter überbrücken. Da verkauft man sowieso keine Autos, aber sollte man nicht, weil dann sind immer alle Autos günstiger. Man verdient einfach nicht genug daran.
Oh. Das war wohl gut, dass ich da ausgestiegen bin. Ach ja. Irgendwie immer diese zufallsrichtigen Entscheidungen. Ich höre ein Auto, ich höre ein Auto, ich höre ein Auto. Verdammt. Ach Mann. Ich war so gut. Im Verhältnis zu mir, sonst immer. Gehen wir mal in den Wald. Man hat einen feindlichen Panzer in eurem Operationsgebiet. Weil das ist so nah an D. So. Dann mal los, Leute. Ich glaube, das Spiel ist auch bald zu Ende. Und diesmal gewinnen wir sogar. Und ich bleibe hier hängen. Ach, so. Ja, mach du mal Kanonenfutter, dass ich weiß, ob da jemand ist oder nicht. So. Los geht's. Auf dem Tod entgegen. Ich gehe aber hier hoch. Verdammt. Immer noch Hilfe bei Flaggeneroberung. Mist. Ach, ärgerlich, ärgerlich, ärgerlich. Oh, 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 die holen auf, die holen auf. Gehen wir mal zu B, D, nicht B. Ah, zu spät gesehen, zu spät gesehen. Das spawnt man gemütlich und dann wird man da erwischt. Gehen wir zu C. So. Halt, Moment. Doch, das passt so. Oh, D ist wieder in Feindeshand. Gehe ich ja gleich mal hin und schau, ob der Spawn-Killer noch da ist. Was hat der geschossen? Gute Arbeit, Doc. Danke. Was? Ah, das war's also. Also Leute, ihr dürft immer noch entscheiden, was ich spielen soll. Blacklight oder Battlefield? Wenn wir nicht. Wenn das Spiel nicht gleich vorbei ist, verlieren wir doch. Mann. Hallo, ich will da durch. Hallo? So, geht doch. Ich höre einen Panzer oder sowas. Ja, ein Panzer. So, wo ist ein Gegner? Hallo Gegner. Keine Gegner. Die schießen zwar alle fröhlich, aber ich bin niemand. Entweder ich bin blind oder ich sehe wirklich niemanden. Nun gut. Ich denke, das sollten wir jetzt noch locker gewinnen. Ja, ich denke, ja. Ich werde jetzt noch einmal sterben, denke ich, und dann gewinnen wir. Ist ja wieder langweilig, die Folgen, ne? Ja, kannst weiter. Ah ne, ist ja erstmal neutralisiert. Diesmal bleibt der Turm auch noch stehen.
Ja, Flak ist erobert. Kannst weitergehen. Wo ist er? Ich glaube, er ist abgestürzt. Ja. Los, Spiel, geh zu Ende. Sonst krieg ich es auch nicht rechtzeitig gerendert und hochgeladen. Das ist eben der Nachteil, wenn man in 1152p hochlädt, statt in 1080. Naja, gut. Was soll's? Achtung, wir haben ein feindliches Panzer gesichtet, der auf dem Gebiet unterwegs ist. Ich steig mal hier aus. Los, Spiele, geh zu Ende. Ich will hier gewinnen. Auch wenn ich nichts dafür beigetragen habe. Hier ist doch bestimmt irgendwo einer. Bestimmt werde ich gleich von hinten erschossen. Keiner da. Scheint ja ruhig zu bleiben. Oh ja. Es scheint ruhig zu bleiben. Verdammte Axt. Oh, Vierter. Verdammt. Das ist ja echt gut. Im Vergleich zu sonst. Mein Gott. Ein feindlicher Panzer wurde in eurem Gebiet gesichtet. Kann man das nicht kaputt schießen? Ich will da gerne durch. Verdammt. Kann man das mit dem Messer kaputt machen? Oh. Aber das Ding ist noch ganz. Gut verarbeitet. So. Wie war das noch? Ich will noch einmal sterben und dann ist das Spiel vorbei. Verdammt. Mal gucken, vielleicht eine andere Waffe. Das fällt mir jetzt ein, wisst ihr? Ein Salvengewehr, damit komme ich doch normal immer gut zurecht. Kein Auto hier in der Nähe? Kann das nicht? Gibt's doch nicht. Das Ganze hier zu Fuß laufen. Bloß weil ich zu doof war, einen Spawnpunkt zu finden. Auszusuchen. Mist. Naja, gut. Oh, freies Feld. Da bin ich ja ein gutes Ziel. Ja, vor allem für Flugzeuge. Ach ja. Ach so, ein Spaziergang. Über grüne Wiesen. Ist so herrlich. Oh, einfach mal entschleunigen. Erkennt's? So. Wieder totale Spannung. Ja, da konnte ich nicht viel machen. Nur noch Siebter. So, gehen wir mal zu D. So. Volle Ladung Action hier.
zu. Hier mal ein bisschen leicht außen rum. Ich habe den gar nicht gesehen. Das ist schon sehr unfair. Wir haben feindliche Flugabwehren. Wenn ich nah üben könnte. Ach, und unsere Punkte schwinden und schwinden. Ich laufe übrigens auch falsch. Das Einsatzziel wurde erobert. Wo? Diese Runde geht an uns. Zur da. Hölle mit denen. Oh. Ja, die safe Personen, die sind einfach ganz nett. Warum sehe ich die Leute nicht? Gibt's nicht, das gibt es nicht. 3 zu 11. Wie lange geht das Spiel noch? Achtung, das Einsatzziel ist nicht mehr in unserer Hand. Ich brauche wieder ewig zum Rendern. Und geschweige denn zum Hochladen. Ich habe jetzt schon vom Sturz so viel Energie verloren. Ich habe doch hier Schüsse gehört. Nein, es war einer von uns. Nee, war es nicht. Oder doch? Hä? Der war doch blau angezeigt. Wir haben einen Schaden in eurem Operationsgebiet gesichtet. Rückt also mit irgendwie ist es ja komisch. Allgemein finde ich das echt schwer zu erkennen, wer Freund und wer Feind ist. Das müssten sie echt besser machen. Blut. Sehr schlecht gemachtes Blut, aber Blut. Da war ein. Ja, jetzt habe ich natürlich wieder kein gescheites Visier. Ja, ohne Visier bringt das hier auch nichts. Hier ist jemand, hier ist doch jemand. Aber ist das Freund oder Feind? Das ist ein Freund. Der ist blau, also der ist auf jeden Fall blau. Ihr seht alle, ihr seht's alle. Der ist grün. Irgendwie fühle ich mich gerade sehr auf der Abschlussliste. Ja, konzentriert bleiben, du sagst es so einfach. Warum? Warum? Wie konnte ich von hinten erschossen werden, wenn der andere in die Richtung gelaufen ist? Leute, das kann nicht wahr sein. So, ich bleib hier und verteidige die Linie. Gewonnen! Oder? Ja! Gott sei Dank. Oh, und mit 7. Das ist, killen tue ich nicht, aber ich tue wenigstens ein bisschen erobern. Naja, gut, das war's dann mal wieder für heute. Und ich hoffe, ihr hattet dennoch ein bisschen Spaß. Und sagt einfach, wollt ihr Blacklight wiedersehen oder soll ich weiterhin Battlefield spielen? Gut, bis zum nächsten Mal und tschüss.